Dass Religionen versöhnen und nicht Hass säen sollen, demonstrierte Franziskus gleich am Morgen mit einer einzigartigen Geste. Nach einem Gebet an der Klagemauer, dem wichtigsten jüdischen Heiligtum, umarmt er zwei Freunde aus seiner Zeit in Argentinien, die ihn auf dieser Reise begleiten, Rabbiner Avraham Skorka und Imam Omar Abud. Dann der Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Lange verharrt er im stillen Gebet vor der Asche ermordeter Juden aus verschiedenen Konzentrationslagern. Und dann küsst der Papst den Überlebenden, die ihm vorgestellt werden, die Hand. Jedem Einzelnen. In einer eindrucksvollen Rede spricht Franziskus von Gott, der selbst nicht geahnt hat, wie tief der Mensch fallen kann. Und er fragt nach der Verantwortung jedes einzelnen Menschen in der Zeit des Holocaust. Adam, wo bist du? Wo bist du, Mensch? Was ist aus dir geworden? Am Nachmittag schließlich ein letzter religiöser Höhepunkt. Der Papst hält im Abendmahlsaal eine Messe. Zur Stunde befindet sich der Papst bereits auf der Rückreise nach Rom. Natürlich wird sein Besuch hier nicht den Frieden bringen. Doch er hat Zeichen gesetzt mit seinen politischen Gesten und vor allem mit seiner Menschlichkeit. Und das ist in dieser Region schon sehr viel.